Ja, willkommen zu einer neuen Folge Imperium bzw. zu einem kleinen Update. Ja, der zweite Teil von der Alpha 10 Experimental ist raus. Ja, es gibt einige Neuerungen im Spiel und die will ich mal kurz ansprechen. Dazu muss ich mal kurz die Steam-Seite laden. Ich versuche das mal frei zu übersetzen. Und zwar gibt's einen neuen Bohr, den stelle ich euch dann gleich in dieser Folge vor. In größeren mechanischen. Dann wurde bisschen was an den Texturen, am Texturstreaming geändert. Dann gibt's, also der Bohr ist eigentlich der Hauptsache, da gibt's einiges, was Neues. Dann das Base-Attack-Szenario wird nochmal überarbeitet. Den Link dazu, den schreibe ich euch dann wieder in die Videobezeichnung, wie immer. Ja, und was gibt's noch? Ja, updated Epic Waffen wurde was Neues. Da gibt es jetzt wohl irgendwie eine, zum Teil eine, ja, Laserziel-Dings irgendwie mit drin scheinbar. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das will ich mir mal so angucken. Ja, es gibt allerdings, wo ich die Folge hier aufnehme, einen kleinen Bug in der Sauerstoffstation für die Schiffe. Das zeige ich euch gleich. Ansonsten gibt es viele Bugfixes mit dem Kern. Dann noch einige andere. Das ist viel zu viel, das in einer kurzen Folge aufzulisten. Wie gesagt, das schreibe ich euch in der Bezeichnung rein. Ja, gut, kommen wir zum Spiel. Ja, ich habe da hier schon mal was vorbereitet. Hier, das ist der neue Bohrer. Wie man sieht, der Größe. Der verbraucht drei Blöcke nach unten und glaube, nee, warte mal, ich weiß, ja, drei Blöcke zur Seite und drei nach unten. Dann, ja, von den Cockpits gibt es hier eine neue Form. Also, die ist aber schon länger drin, denke ich mal. Ich habe die nur noch nie benutzt, die habe ich hier mal verbaut. Das habe ich gestern Abend noch schnell zusammengezimmert, das Teil. Ja, hier ist der Bug mit der Sauerstoffstation. Wie man sieht, kann man seinen Sauerstoffvorrat hier leider nicht öffnen und man kann hier durchgehen. Das wird in meinem Gottmodus aktiv, obwohl da deaktiviert ist, wie man sieht. Das ist, stellt sich als größeres Problem dar. Ich kann die auch nicht abbauen, die Sauerstoffstation. Kann natürlich damit zusammenhängen, obwohl ne, ich habe eigentlich einen neuen Spielstand mit der angefangen, wo das große Update gestern kommt, zur 10.1. Da ist es noch fraglich, wie das, ob das schon bekannt ist oder nicht. Okay, aber wir gucken uns jetzt mal den Bohrer an. Man sieht schon mit Schilden ausgestattet. Ich hoffe, dass es nicht wieder dunkel ist. Also es ist dunkel, wie immer, wenn ich eine Aufnahme mache. Der Nachteil ist, dass das müsste ich schon mal anders bauen. Die Außenansicht ist nicht die beste, weil ich den gestern auf die Schnelle ein bisschen gebaut habe. Ich gehe mal auf Nachtsicht. Ja, hier hatte ich gestern schon mal einen Testbohrung gemacht. Nehmen wir mal ein jungfräuliches Feld mit Shift-O. Kann man das die Position einstellen? Da kann man mit der WASD-Tasten. Das ist auch, sich auf die Position setzen, wie man sieht. Wenn ich die Maus bewege, ist die außer Kraft gesetzt. Schalte aber mal wieder in den normalen Modus um. So. Da wollen wir mal. Was nicht mehr geht, was ich euch definitiv zeigen muss, dazu muss ich natürlich auch die Bohrer einschalten. Wenn ich jetzt die Laserbohrer auswähle und Rechtsklick mache, gibt es das Auswahlmenü nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht, ob das gewollt ist oder ob das ein Bug ist. Also ich kann nicht mehr auswählen zwischen Rohstoffabbau und Steine entfernen. Das geht nicht mehr. Hier gibt es auch keine Rechtsklick-Option, aber wir wollen uns dann mal angucken. Mit denen kann man ja Tunnel graben. Wie man sieht, auch relativ.
Außenansicht. Relativ großflächig. Relativ schnell, wie man sieht, in einem gewissen Radius. Das ist nicht schlecht, wenn man eine unterirdische Base bauen will oder einen Eisenbahntunnel oder was auch dergleichen. Schalte ich doch mal Shift an. Hoch und runter geht natürlich genauso mit C, das ist klar. Und jetzt kann man schön hier gerade sich einen Tunnel fräsen. Und auch relativ fix. Außeneinsicht, jetzt geht's. Kann man wieder gut was unterirdisch bauen. Das haben sie, also der Bohrer ist gut. Mich stört ehrlich gesagt ein bisschen, dass der Rechtsklick nicht geht. Allerdings muss ich sagen, dass, wo ich die erste Alpha 10 vorgestellt habe, dass im Singleplayer stabiler läuft als auf dem Server. Ja, hatte ich einige Probleme, den neu aufziehen müssen und alles. Da hat noch seine Tücken, also ich würde auf jeden Fall warten, bis die Alpha 10 offiziell raus ist. So, da schauen wir uns das ganze Spektakel mal an. Schalte ich mal wieder auf Normalmode. Und siehe da, wir haben hier schon einen schönen langen Tunnel gegraben. Relativ unkomplizierter als vorher. Und auch relativ gerade. Ja, ist relativ leicht schräg. Aber das war ich die Ausrichtung anfangs nicht angenommen hatte. So, natürlich ist jetzt, wenn jetzt die anderen Laserbohrer ausgegraben sind, können die natürlich trotzdem noch abbauen, wie man sieht. Also die sind auch nie im Weg, wenn man die richtig anordnet. So, das war der falsche. Das sieht man schon den Unterschied. Steigen wir kurz aus. Also man kann, also jedenfalls kann man mit dem Bohrer besser buddeln, ja. So, okay. Ach, ich habe immer noch einen falschen ausgerüstet. Das ist ein Bug. Das sollte er eigentlich nicht machen. Das soll der nicht machen. Ich kann jetzt gar nicht mehr auswählen. Jetzt oder okay. So, okay, dann schauen wir uns das doch gleich mal noch genauer im Admin-Menü an. So, und zwar, wenn man auf Bodenkleider geht und hier auf die, sieht man schon, dass man jetzt hier den Bohrer drin hat, eigentlich. Wo ist er denn? Ach ne, hier war er ja, okay. Da ist er. Sieht man 500 Lebenspunkte, ein bisschen schwer das Ding, aber ist klar. Wir holen uns mal hin. Ach so, den hatte ich sogar schon vorbereitet. Eigentlich so. Jetzt sieht man, muss ich mal kurz umschalten. Der ist heftig groß. Man kann. Achso, ja, Schild aktivieren.
Wenn ein Schild ist, kann man ja eine bauen. Man sieht schon, dass der relativ groß ist. Aber man könnte theoretisch mehrere dran bauen, aber ob das Sinn macht, ist die andere Frage. Das muss ich mal noch mal testen. Vielleicht, dass man noch größere Tunnel bohren kann, wenn man eine ganze Base bauen will. Aber der reicht da eigentlich auch schon zu, muss ich mal so sagen. Zumindest für kleinere Sachen. Hier sieht man es leider nicht, weil es wieder dunkel ist. Also er braucht schon eine Menge Platz. Das muss man mit einkalkulieren. Ansonsten gibt es ja waffentechnisch nichts Neues. Hier ist auch nichts Neues drin. So, Bodenkleider, ein Schildgenerator, den hatte ich ja schon vorgestellt. Pentaxid Tank, genauso für die Base verwendbar. So, ja. Und dann beim großen Schiff gibt es jetzt, bis auf die Schildgeneratoren, die hatte ich auch schon vorgestellt, nicht Neues. Was ist denn das? Spielerspawner, das haben sie geändert nochmal. Was ja üblich und kreativ mal ist. So, wenn man sieht, haben sie dann nochmal leicht die Designs angepasst. Aber das war auch schon mit der letzten Alpha 10. Dann gibt es hier andere Ressourcen, gibt es hier noch einiges, das war im letzten schon drin. Da bin ich mal gespannt, wofür man das dann später noch brauchen wird. Das habe ich bisher immer noch nicht rausgefunden. Ja, hier gibt es nichts Neues. Hier an sich sonst auch nicht. Wir gucken uns aber jetzt noch mal schnell die Waffen an. Was da der Unterschied gibt. Pulsgewehr, wir nehmen mal das Pulsgewehr nehmen wir mal. Dann nehmen wir mal Scharfschützengewehr und wir gucken uns natürlich unser Lasergewehr an. Wie ist es denn? Impulsgewehr, ja, Scharfschützen, Laser hier. So, wir nehmen mal gleich Impulsgewehr. Hat 56 Schuss drin. Aber ich stehe keine Laser. Ach hier, guck an, das ist also Leuchtspurgeschoss ist das. Das meinen die mit Laser zielen. Das ist nicht weiter als Leuchtspur, okay. Scharfschützengewehr. Normal. Laser-Minigun, episch cool. Ey, das ist ja mal fett. Die macht bestimmt Spaß. Verbraucht? Die müsste rein theoretisch verbrauchen Laser-Munition. Wir gucken mal, wir haben jetzt 600 in Schuss. Ja, die verbraucht Laser. Das Lasergewehr verbraucht die Munition, okay. Die werden wir uns bestimmt nochmal demnächst angucken, genau. So, was haben wir denn dann noch? Raketenwerfer, na gut. Die hatten wir ja schon. Plasmagewehr. Das sieht jetzt immer etwas anders aus. Bei dem Waldfeuer, aber die verbrauchen Lasermunition. Ob das gewollt ist? Lasergewehrzelle, das verbraucht also jetzt alles Lasergewehrzellen. Schwere Scharfschützengewehr verbraucht jetzt die Railgun-Kugeln. Also die fürs Schiff nehme ich an. Das werden wir nochmal uns angucken. Genau. Okay, also für das epische Scharfschützengewehr braucht man jetzt auch die Railgun-Kugel fürs Schiff. Das ist neu. Ich weiß. Na, ich will eh nochmal eine Folge machen, ich behalte es mal. So, was haben wir noch? Das Sturmgewehr gucken wir uns mal noch an. Raketenwerfer können wir auch mal mit angucken. Gibt es aber noch ein anderes Plasmagewehr, gucken wir mal. Also mal Plasma. Nee, das Plasmagewehr hat man schon, oder? Ne. Da brauchen wir die Raketen. Also Sturmgewehr.
Okay. Die Feuerstöße haben sie angepasst. Und Leuchtspur, okay. Verbraucht die ganz normale Gewehrmunition. Raketenwerfer, lädt bloß noch drei Kugeln. Hat eine Autofeuerfunktion, wie man sieht. So, jetzt gucken wir uns nochmal das Plasmagewehr an. Da, das verbraucht ganz normale Plasmamunition. Das Gewehr. Da wieder mit Autofeuer. Habe ich ja doch das auch noch in der Folge gezeigt, aber das müssen wir mal noch im Kampf testen. Rechtsklick gibt es ja, ne? So, dann sind, was haben wir denn noch? Die Pistole gucken wir uns mal noch an. Dann müssen wir die Schrotflinte gucken wir uns nochmal an. So, die verbraucht die ganz normale Muni. Hat auch eine Autofeuer-Mode. Wie man sieht. Mit Zielfernrohr. Also wenn man die Maustaste gedrückt hält, ist der Autofeuer-Funktion jeweils. Wenn man sie immer drückt, dann ist es natürlich Einzelschuss. So. Also, Schuss die Schrotflinte. Ja, Autofeuer eher weniger. Wenn man die Taste gedrückt hat, Zielfernrohr. Okay, da hat man es angeguckt. Okay. Gibt's denn da sonst hier noch was? Das hat man. Minigun hat man. Das hat man. Ach ja, hier gibt's irgendwas Neues im Überlebensduell. Mit der Alpha 10.1. Man soll jetzt angeblich auch Rohstoff abbauen mit Bohren. Kann jetzt hier mit Bohren. Mit dem Überlebenstool. Zerlegen, aber du kannst aber hier auch keine Steine mehr auswählen. Ach, aber guck mal, das geht jetzt so mit dem Ding, okay. Wie ist denn das da eigentlich bei den normalen Bohren? Ich muss mich jetzt leider mal angucken. Hier gibt es noch die Rechtsklickfunktion, noch Abbau, Auffüllen, Einebnen und Feinbohrer. Was macht denn der? Bearbeitet im Untergrund mit einem kleinen Radius aus der Rohstoffbohrer. Extrahiert kleine Erze. Keine Erze, sondern stattdessen bei Abbaufeld. Oh, muss man aufpassen. Gucken wir uns die Funktion mal an. Ah ja, guck, das ist dann, wenn du Feinheiten ja machen willst, noch okay. Nehmen wir mal die normale. Ja, okay, man merkt einen Unterschied hier. Das ist auch neu, wenn man sieht hier, dieses Löcher, wenn man hinzielt. Okay, da braucht man das ja dann wirklich nicht mehr, wenn man das hier. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Stein mehr hier in der Nähe, dann muss ich erstmal irgendwo in Stein suchen gehen. Nehmen wir mal unser Fahrzeug. Damit wird die Folge jetzt nicht so lang, dort hinten in Stein. Normalbohrer. Okay, damit kannst du abbauen. Geht das auch mit dem feinen Bohrer? Dauert aber scheinbar länger, okay. Also geht nicht. Dann lieber doch Rohstoff abbauen, okay. Jetzt muss ich das Ganze natürlich nochmal mit einem Auto testen. Dazu nehmen wir mal unseren Lederbohrer. Die Ansicht ist nicht die optimalste mit dem Sitz. Und dazu haben wir da hinten in. Ist deutlich schwerer geworden, also mit der Ansicht, okay. Nehmen wir den. Nein, das baut jetzt ab, okay. Stein ist weg. Also braucht man den Rechtsklick in dem Sinne gar nicht mehr. Hier ist Eisen. Na, ich glaube, den muss ich schon rumbauen, den Leiter.
dass er nicht zur optimalen Zufriedenheit gelöst. Ja, da ist da. Man braucht den Rechtsstick nicht mehr, okay. Ja, nun ist die Frage, was mit der Sauerstoffstation ist. Das stört mich natürlich ungemein. Ich habe auch die richtige ausgewählt. Das ist natürlich nachteilig, wenn das nicht funktioniert. Egal welche ich dran baue. Ich versuche das jetzt nochmal vielleicht. Also ich habe schon den Server neu gestartet, gereloggt. Oh Gott, jetzt bin ich zu weit gesprungen. Quasi aufs Raumschiff gesprungen. Das war wieder ganz klassisch für mich gelöst. Wenn man mal was zeigen will, ne? So geht's natürlich auch. Dann habe ich noch einen anderen kleinen Bug festgestellt. Da müsst ihr aufpassen. Und zwar, wenn ja, manchmal kann es passieren, dass die Schiffe in der Registratur nicht angezeigt wurden. Und wo man drauf zugreifen könnte. Dann hat es aber geholfen, wenn man sich mal ein Stück vom Schiff entfernt hat. Das nicht mehr sichtbar war und dann wieder zurückgekommen ist, dann waren sie wieder da in der Registratur. Oder wenn man im Schiff war und das nicht angezeigt wurde, einfach nochmal in einen anderen Sektor springen und zurück, dann ging es wieder. Also ich würde das aber immer so versuchen. Also ein Neustart oder Relog würde ich dann erstmal nicht probieren, weil es kann sein, dass ihr, wenn ihr wieder einloggt oder so auf neu startet, dass die Schiffe dann weg sind. So, jetzt gucke ich nochmal, ob das jetzt durch Zufall wieder geht. Nee. Hier, man kann. Die Schilde müssten an sein, die machen wir mal aus. Ja, und da zeigt sie, wie man sieht, zeigt er auch die Station gar nicht ein. Du kannst hier durchschießen hier, das ist der Bug, der eigentlich derzeit sehr störend ist. Meines Erachtens, wenn man die Dinger nicht benutzen kann und auch nicht abbauen kann. Warum das ist, keine Ahnung. Da muss ich schon mal gucken, ob es mittlerweile was bekannt ist. Weil gestern Abend habe ich dazu noch nichts gefunden auf die Schnelle. Ja, die Krankenstation, die geht. Vom Design her hätte man auch da textoriell noch das ein bisschen besser machen können, ist meine Meinung, oder vielleicht kommt es auch noch. Da fand ich die vorgehenden, ja, das hatte ich ja schon mal angesprochen in der Folge, Geschmackssache. Also so hundertprozentig gefallen die mir noch nicht. So, ja, ansonsten war es das auch schon wieder. Wie gesagt, Videobeschreibung dann nochmal, der Videobeschreibung nochmal der Link von den genauen Updates. Und ja. Meine Meinung zur Alpha 10, wenn ihr die testen wollt, könnt ihr das in der Experimentell, aber ich würde auf jeden Fall nochmal warten, bis die offiziell draußen ist. Weil ich habe mehrere Anläufe ja auf dem Server gebraucht, dass es da zu Komplikationen geben kann. Singleplayer lief relativ stabil, aber beim Server ja, war es nie so der Fall. Allerdings war das bevor das Update kommt, das zweite. Jetzt muss ich nochmal schnell reingucken, ob da was ist. Ob es einen Bugfix gibt. Texturen-Bugfix. Bugfix ist mit Schilden. Bugfix beim Oberbesser beim Bohren. Aber jetzt Engine Bugfixes. Na, ich gucke nochmal ganz schnell hier ins Forum rein bei Steam. Das live. Ja,
Das ist blöd, dass das Steam das immer wieder zumacht, wenn du raus dingst. Das ist nervig. Diskussion. Finde ich jetzt nicht, da müsste man höchstens direkt mal im Forum nachgucken, im Bugfix-Forum. Das kann ich nur mal schnell tun. Weil es so eine lange Folge. Genau, das ist der Experimente 10 Part 2 ist das Update. Das kam gestern am 22. Mai gegen abends, nachmittags rum. Auch die Links, die schmeiße ich euch da noch mal rein. Jetzt gucke ich noch mal Bugfix, Bug melden. Steht ja noch nicht. Doch, doch, ist, ja, steht drin ja schon. Es wurde vor 2 Stunden gemeldet, der Bug, dass die Sauerstoffstation für die Schiffe im Boss nicht funktionieren. Okay, jetzt haben das schon andere mitgekriegt. Da wird sicherlich demnächst bald Update kriegen. Also liegt es nicht an meinem Raumschiff und nicht an meiner Serverversion, beziehungsweise an der Map. Das ist schon mal gut zu wissen. Also, da müsst ihr euch mal ein bisschen vorsichtig bewegen. Aber ihr habt ja die Alternativen noch für die kleinen Schiffe. Jetzt muss ich mal gucken, ob die für die kleinen Schiffen funktionieren. Nee, dass die auch verbuggt ist, sonst müsst ihr ja nur mit den Notsauerstoff dich versorgen. Obwohl ich bald dächte, dass das auf der POI-Raumstation funktioniert hätte, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. So, ja, hat ja hier auch eh, ne? Die gehen also, okay, von den kleinen Schiffen und Bodenkleider, die gehen. Es sind nur die für die Base verbuggt und für die großen Schiffe. Alles klar, also hat man noch eine Möglichkeit, sich mit Sauerstoff zu versorgen. Okay. Ja, liebe Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was es da Neues gibt. Ansonsten ja, mal schauen, das Let's Play ein bisschen weiter von der Vertigo 9 Karte. Allerdings werden wir jetzt erstmal, ja, versuchen, die Alpha 10 mit anzutesten. Bis wir dann offiziell anfangen, bis die da ist. Dann bin ich auch noch über einmal überlegen, ob ich schon eine neue Staffel mache oder eine andere Map. Aber von der Map her ist die bisher die beste, weil aktuell gibt es da noch nichts Neues für die Alpha 10. Und ich habe mich versucht, mal ein bisschen ins Level-Design reinzufitzen, aber muss sagen, ich habe es dann wieder aufgegeben, weil das ist mir zu aufwendig und zu kompliziert. Da fehlt mir einfach die Zeit zu. Ich habe wirklich kurz mal überlegt. Aber wer da sich versuchen will, kann das ja gerne machen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.